hier jetzt zwei Personen, die einen sehr engen Kontakt haben zum Institut für Wirtschaftsinformatik. Und das gilt im Augenblick natürlich ganz besonders auch für Professor Dr. Oliver Krancher. Er ist Assistenzprofessor bei uns. Die Wirtschaftsinformatik in Bern hat sich ja sehr erfreulich entwickelt und er ist eine der kommenden Stars bei uns, der sich also vorbereitet auf noch höhere akademische Weihen. Und er wird uns berichten aus seiner Forschung und eben über dieses Thema Multisourcing. Und Sie finden, Multisourcing könnte man ja jetzt verschiedene Ideen haben, was das heißt. Und Sie finden auch in der Beschreibung zu dieser Fachsession 2 auch eine implizite Definition, nämlich dass man ein Projekt an mehrere Dienstleister vergeben kann, um Wettbewerb nach Vertragsschluss zu fördern und um Abhängigkeiten von Dienstleistern zu reduzieren. Das ist also das Thema, worüber Oliver uns berichten wird. Und wir sind ganz entspannt, was man so, oder nee, entspannt, gespannt natürlich, entspannt sind wir hoffentlich nachher, gespannt darauf, was eigentlich die Wissenschaft zu dieser Fragestellung so zutage fördert. Also, darf ich dich bitten, Oliver? Vielen Dank, Thomas, für die freundliche Einführung und guten Morgen auch von meiner Seite. Wer von Ihnen war schon vor 2 Jahren auf der IT-Beschaffungskonferenz und hat dort die Geschichte von Nemo gehört? Zähle 3 Hände, 4. Nemo ist nicht nur ein Star aus Disney-Filmen, sondern auch ein Star der Schweizerischen Post. Die Post stand vor ein paar Jahren vor der Herausforderung, dass die mobilen Geräte des Zustellpersonals an das Ende ihrer Lebenszeit gelangt sind und dass man diese Geräte mitsamt der Software durch was zeitgerechtes, durch was auf Android-Basis ersetzen wollte. Das heißt, die Post hat eine neue Software entwickeln lassen und hat dieses Projekt nicht nur an einen Dienstleister vergeben, sondern gleich an 6 Dienstleister. Die hat verschiedene Module sich von dieser Software überlegt und hat dann diese Module unterschiedlichen Dienstleistern zugewiesen. Die Post hat dann diesen Dienstleistern noch Folgendes auf den Weg gegeben. Liebe Dienstleister, zeigt doch mir bitte, dass ihr was drauf habt und zeigt, dass ihr bereit seid, in diesem Projekt mit den anderen Dienstleistern zusammenzuarbeiten, obwohl wir wissen, dass ihr sonst eigentlich mit denen im Wettbewerb steht. Wenn ihr euch da gut anstellt, dann bekommt ihr weitere Module aus diesem Projekt zugewiesen. Wenn nicht, dann war es das mit den Modulen, die ihr bereits bekommen habt. Und mit diesen und anderen Strategien hat die Post es in dem Projekt ganz gut geschafft, die Dienstleister dazu zu bringen, zusammenzuarbeiten, wie hier die Folien von Arthur Tomczak auch ganz eindrücklich gezeigt haben. Das Projekt war recht erfolgreich. Man wollte damit nach 18 Monaten fertig sein. Man war nach 12 Monaten fertig. Seltene Sache im IT-Bereich. Das ist ein Beispiel für Multisourcing. Mit Multisourcing meine ich hier die Vergabe von untereinander abhängigen Dienstleistungen an mehrere Dienstleister. Das Stichwort hier ist untereinander abhängig. Wenn ich also zum Beispiel in einem Projekt mehrere Aufgaben habe, was ich ja immer habe, und die an unterschiedliche Dienstleister vergebe, dann sind diese Aufgaben in der Regel untereinander abhängig. Am Ende soll eine kohärente Software rauskommen, nicht 2. Und aufgrund dieser Abhängigkeit müssen die Dienstleister in dem Projekt zusammenarbeiten. Das ist das Charakteristische am Multisourcing, wie wir es hier sehen. Die Dienstleister müssen wirklich in einem Projekt kollaborieren, die müssen zusammenarbeiten. Und das ist keine einfache Geschichte, denn die stehen ja sonst im Wettbewerb miteinander. Ja, ich möchte heute kurz was dazu sagen, warum Multisourcing interessant sein kann, für Sie als Kunde vor allem, und dann 2 Studien vorstellen, in denen ich involviert bin. Ein Kernversprechen von Multisourcing, das hat Thomas Mirach zu Beginn schon gesagt, ist, dass es möglicherweise den Kunden erlaubt, Wettbewerb auch nach Vertragsabschluss am Leben zu halten. Was ist damit gemeint? Wenn Sie Single Sourcing machen, dann haben Sie Wettbewerb, allerdings nur vor dem Vertragsabschluss. Nach Vertragsabschluss gibt es einen Dienstleister, der für Sie zum Beispiel eine Software entwickelt. Wenn Sie jetzt die Wartung dieser Software wieder ausschreiben wollen, dann haben Sie das Problem, dass es nur einen Dienstleister gibt, der diese Software aus dem FF kennt.
der weiß, wenn ich hier was ändere, knallt es dort. Das heißt, selbst wenn Sie eine Ausschreibung machen würden, haben Sie das Problem, dass es de facto oft nur einen Dienstleister gibt, der in den nächsten Monaten überhaupt in der Lage sein wird, diese Leistung zu erbringen. Das heißt, Sie haben dann eigentlich keine wirklich vergleichbaren Alternativen. Der Wettbewerb leidet. Im Multisourcing ist das anders. Da haben Sie mehrere Dienstleister nicht nur vor dem Vertragsabschluss, sondern auch nach dem Vertragsabschluss. Sie haben mehrere Dienstleister, die alle in dem Projekt involviert sind, die alle wertvolles, projektspezifisches, kundenspezifisches Wissen erwerben. Und als Kunde können Sie da viel glaubwürdiger sagen, lieber Dienstleister 1, ich bin mit dir nicht zufrieden, bin auch mit der Preissteigerung nicht zufrieden, ich habe auch noch Dienstleister 2 in diesem Projekt, der kennt die Software auch, den könnte ich auch nehmen. Das heißt, da haben Sie auch nach Vertragsabschluss noch Wettbewerb drin. Das ist also einer der potenziellen Vorteile von Multisourcing. Ich kann den Wettbewerb auch nach Vertragsabschluss am Leben halten. Ein zweiter möglicher Vorteil ist, Multisourcing ermöglicht Ihnen, Best of Breed zu machen. Ermöglicht Ihnen, für verschiedene Aufgaben vielleicht genau den Dienstleister auszuwählen, der das besonders gut kann. Diese Vorteile gibt es nicht umsonst. Denn mit Multisourcing bürden Sie sich einen nicht unerheblichen Koordinationsaufwand auf. Sie haben nicht nur einen Dienstleister, den Sie überwachen und koordinieren müssen. Sie müssen sich als Kunde auch überlegen, wie die Arbeit von 2 Dienstleistern zusammenhängend aufeinander aufbauen soll. Und wenn die beiden Dienstleister gegenseitig mit dem Finger auf sich zeigen und sagen, der andere ist schuld dafür, dass wir gerade Probleme haben, dann müssen Sie als Kunde mit dieser Situation irgendwie umgehen können. Und das ist vermutlich nicht ganz einfach. Multisourcing läuft einfach gesagt so ab, dass man sich erst dafür entscheidet und es dann tut. Und da gibt es mindestens 2 Fragen. Ich wollte ja mal auch mal was Neues Ihnen erzählen. Und da gibt es 2 Fragen, die da vielleicht interessant sind für Sie. Das eine ist, wann ist Multisourcing denn überhaupt was für Sie? Und zum Zweiten, wenn Sie sich dafür entschieden haben, es zu tun, wie können Sie denn diese vielen Dienstleister in dem Projekt wirksam steuern? Diese Fragen haben wir keine abschließenden Antworten, aber wir haben immerhin 2 Studien durchgeführt, die da erste Einblicke geben. In der ersten Studie geht es um die Entscheidung für Multisourcing. Da haben wir uns Multisourcing-Entscheidungen in der öffentlichen Beschaffung in der Schweiz angeschaut. Das ist ein Forschungsprojekt, wo ich gemeinsam mit der Forschungsstelle für digitale Nachhaltigkeit, allen voran Matthias Stürmer, dran bin. In dem Forschungsprojekt schauen wir uns Anwendungssoftware Projekte an und konkret haben wir uns Daten aus den Jahren 2013 bis 2017 aus der CIMAP-Datenbank angesehen. Und in diesen Daten gibt es eine ganze Reihe von Beispielen für Multisourcing. Zum Beispiel hier ein Projekt, in dem die Berufsstudien- und Laufbahnberatung eine Online-Testplattform entwickeln lassen will, also eine Plattform, wo ich als Berufsunentschlossener schauen kann, welcher Beruf was für mich wäre. Und die BSLB hat gesagt, diese Software, die soll aus 2 Modulen bestehen, nämlich aus einem Verwaltungsmodul und aus einem Testmodul. Diese beiden Module hat man an unterschiedliche Anbieter gegeben. Ich habe hier also ein Projekt, in dem Projekt gibt es mehrere Module, die werden an unterschiedliche Anbieter vergeben. Dafür müssen die Anbieter wahrscheinlich zusammenarbeiten, damit am Ende eine funktionierende Software rauskommt. Das ist ein Beispiel für Multisourcing. Und so haben wir Multisourcing in diesem Projekt, in diesem Forschungsprojekt operationalisiert. Das heißt, wir haben geschaut, wird ein Projekt an einen oder an mehrere Dienstleister vergeben. Da haben wir eine ganze Menge von Daten automatisch aus CIMAP extrahiert und zudem auch in die Projekte hineingeschaut. Wir haben geschaut, um was für eine Art von Software geht es da? In welcher Phase ist dieses Softwareprojekt im Moment? Welche Aufgaben kommen da konkret vor? Bisher ausgewertet haben wir 808 Projekte, darunter immerhin 423 mit Ausschreibung. Und die Ergebnisse, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, beziehen sich auf die 423 Projekte mit Ausschreibung. Wenn wir die Freihänder mit reinnehmen würden, sind die Ergebnisse aber recht ähnlich. Ja, und da haben wir grob gesagt 3 Ergebnisse rausbekommen. Das erste ist, Multisourcing wird vor allem dann gewählt, wenn das Projektrisiko besonders groß ist. Multisourcing ist dann wahrscheinlicher, wenn es um ein großes Projekt geht, wenn der Kunde und der Dienstleister keine gemeinsame Vorerfahrung haben, wenn die Zusammenarbeit also Neuland ist für die beiden, vielleicht noch kein Vertrauen gibt zwischen beiden
und wenn es um die Entwicklung von Individualsoftware geht. Das sind alles Faktoren, die ein Projekt eher risikoreich machen. Und wir sehen, bei diesen in solchen Situationen wird tendenziell eher Multisourcing genutzt, vielleicht um opportunistisches Dienstleisterverhalten eben abzuwenden durch den Wettbewerb nach Vertragsschluss. Ein zweiter Befund ist, Multisourcing wird dann weniger stark genutzt, wenn sich der Kunde schon in die Abhängigkeit von einem Dienstleister reinbegeben hat. Und das sehen wir ganz konkret an zwei Faktoren. Der erste ist Wartung von Individualsoftware. In der Wartungsphase von Individualsoftware bin ich ganz stark davon abhängig, dass ich einen Dienstleister brauche, der versteht, wie die Software gebaut ist, wie die zusammenhängt, wie die kommuniziert. Und da habe ich oft das Problem, dass es dann nur einen Dienstleister gibt, der dieses Wissen hat, nämlich der Dienstleister, der die Software entwickelt hat. Und folgerichtig sehen wir hier auch, dass bei diesen Projekten dann eben seltener Multisourcing gewählt wird. Im zweiten Bereich haben wir hier dienstleisterspezifische Standardsoftware genannt. Damit ist gemeint Projekte, bei denen der Hersteller der Software die Software auch einführt. Wenn ich also ein Laborinformationssystem vom sympathischen mittelständischen Unternehmen aus Biel mir bestelle und mir das von dem Unternehmen auch gleich einführen lasse, dann wäre das so ein Fall, wo ich natürlich dann sehr stark von diesem Unternehmen abhängig bin. Im Gegensatz zum Beispiel, wenn ich jetzt eine SAP-Einführung an Accenture vergebe, da kann ich mit Accenture arbeiten, ich könnte potenziell aber auch mit anderen Unternehmen arbeiten, die auch schon mal SAP eingeführt haben, wie IBM und die Swisscom und viele andere. Und hier sehen wir eben, bei diesen dienstleisterspezifischen Standardsoftwareprojekten, also dort, wo Hersteller und Systemintegrator zusammenfallen, da gibt es natürlich auch viel weniger Multisourcing. Da bin ich viel mehr in der Abhängigkeit von einem Dienstleister. Ein dritter Bereich von Ergebnissen bezieht sich auf den Bereich Wissen. Multisourcing wird dann eher genutzt, wenn ein Kunde in der Ausschreibung Expertise in ganz bestimmten Bereichen sucht. Und auch, wenn der Kunde bereits mehr oder viel IT-Ausschreibungserfahrung hat. Der erste Punkt bezieht sich so ein bisschen auf dieses Best-of-Breed-Argument. Vielleicht, wenn ich bestimmte Expertise suche, ganz spezifische, dann mache ich Multisourcing, weil ich mir dadurch die Dienstleister mit den besten Kompetenzen in den Bereichen zusammensuchen kann. Und der letzte Punkt, der mit dieser IT-Ausschreibungserfahrung, der zeigt vielleicht an, dass Multisourcing eben eine recht komplexe Sache ist. Ich muss mehrere Dienstleister koordinieren, muss die managen. Das ist vielleicht nichts für Kunden, die jetzt ihre zweite IT-Ausschreibung machen. Wir haben noch ein paar andere Faktoren angeschaut, die hier keinen Einfluss hatten. Zusammengefasst also, öffentliche Organisationen wählen vor allem dann Multisourcing, wenn sie Projekte mit hohem Risiko starten, wenn sie noch nicht in der Abhängigkeitsfalle sind und wenn sie viel Wissen haben, aber gleichzeitig auch suchen. Das ist das Verhalten der Entscheidungsträger heute. Wenn sie davon ausgehen, dass da ein Teil von Rationalität drin liegt, dann können sie sagen, das sind auch Handlungsempfehlungen. In der zweiten Studie haben wir uns nicht mehr die Entscheidungsphase angeschaut, sondern haben uns jetzt angeschaut, wenn ich als Kunde mich schon entschieden habe, ich möchte Multisourcing machen, wie kann ich die Dienstleister in dem Projekt steuern? Es ist ein komplexes Setting, ich habe mindestens zwei Dienstleister, die haben alle ihre eigenen Interessen und ich muss irgendwie schauen, dass die auf ein gemeinsames Ziel arbeiten. Das ist ein Forschungsprojekt, an dem ich gemeinsam mit Jens Dippern hier vom Institut für Wirtschaftsinformatik in Bern und mit zwei Forschern aus Großbritannien arbeite. Wir haben uns dabei vier Säulen angeschaut, von denen wir vermutet haben, dass sie bei der Steuerung von Multisourcing-Projekten helfen. Gemeinsame formale Steuerung, gemeinsame informale Steuerung, Architekturwissen des Kunden und die sogenannte Guardian-Strategie. Was ist damit jeweils gemeint? Gemeinsame formale Steuerung heißt, ich lege fest, welche Ergebnisse die Dienstleister gemeinsam erreichen sollen und ich lege fest, welche Vorgehensweisen die Dienstleister gemeinsam wählen sollen und ich überwache auch, ob sie sich daran halten. Das Schlagwort ist hierbei gemeinsam. Es geht also hier darum, nicht zu sagen, was Dienstleister A machen soll oder was Dienstleister B machen soll, sondern zu sagen, was die Dienstleister gemeinsam quasi als Team am Ende des Projekts oder auch zwischendurch erreicht haben sollen. Gemeinsame informale Steuerung heißt, ich als Kunde, ich interagiere häufig mit allen Dienstleistern auf verschiedenen Ebenen. Und auch hier wieder ist gemeinsam das Schlagwort. Es geht also nicht darum, dass ich als Kunde mich häufig mal mit Dienstleister A zusammensetze oder mit Dienstleister B, sondern mit allen Dienstleistern zusammen, um vielleicht so einen gemeinschaftlichen Geist hier zu wecken.
Architekturwissen des Kunden heißt, ich als Kunde verstehe, wie die Leistungen, die die einzelnen Dienstleister erbringen, zusammenhängen. Wo da die Schnittstellen sind, vielleicht auch, wer da was verbockt hat, wenn es irgendwo knallt. Und schließlich die Guardian-Strategie. Guardian heißt, ich bestimme einen Dienstleister, der für das Management der anderen Dienstleister verantwortlich ist. Guardian heißt Schutzengel oder auch Schäferhund, also jemand, der die Schäfchen dann selbstständig weitertreibt. Sieht ein bisschen aus wie so eine Subcontractor-Konstellation, ist es aber nicht, denn auch beim Guardian-Modell habe ich als Kunde immer noch Vertragsbeziehungen mit allen Dienstleistern. Es ist nur so, dass ich einen der Dienstleister zusätzlich damit beauftrage, sozusagen mir bei der Steuerung der anderen Dienstleister zu helfen. Ja, wir wollten nun wissen, wie hängen diese vier Dinge mit Projekterfolg zusammen? Was brauche ich, damit ich Multisourcing erfolgreich durchführen kann? Und dafür haben wir Umfragedaten aus 189 Multisourcing-Projekten genutzt, zum Teil aus der öffentlichen Beschaffung, aber zum größeren Teil auch aus privaten Projekten aus 6 europäischen Ländern. Und dabei ist Folgendes rausgekommen. Gemeinsame formale Steuerung und Architekturwissen des Kunden sind ganz klar Faktoren, die sehr positiv mit Projekterfolg zusammenhängen, was vielleicht nicht überraschend ist. Bei informaler Steuerung und der Guardian-Strategie ist das Ganze etwas komplizierter, nämlich so. Hier sehen Sie ein Diagramm auf der X-Achse, die informale Steuerung, also wie viel interagiere ich informell mit allen Dienstleistern. Y-Achse ist Projekterfolg, das heißt, weiter oben ist gut. Und dann haben Sie hier zwei Graphen. Der obere Graph bezieht sich auf Kunden mit hohem Architekturwissen, auf Kunden, die verstehen, wie die Leistungen der einzelnen Dienstleister zusammenhängen. Und dieser obere Graph, der steigt. Und wenn der steigt, dann heißt es, wenn der Kunde mehr informale Steuerung macht, dann bringt das was, dann ist das positiv mit Projekterfolg korreliert. Wenn der untere Graph dagegen bezieht sich auf Kunden mit niedrigem Architekturwissen, der sinkt. Das heißt, wenn ich als Kunde nicht verstehe, wie die einzelnen Leistungen in meinem Multisourcing-Projekt zusammenhängen, dann kann ich auch nicht wirksam informale Steuerung ausüben. Dann kann ich mich in die Meetings mit reinsetzen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dabei was Gutes bei rauskommt, ist gemäß den Daten dann eher gering. Ob informale Steuerung was bringt, hängt also zum einen vom Architekturwissen des Kunden ab. Dann ein zweiter interessanter Faktor ist, wann lohnt sich die Guardian-Strategie? Hier haben Sie auf der X-Achse die Guardian-Strategie, rechts mit Guardian, links ohne Guardian und wieder zwei Graphen. Der obere Graph ist für die Kunden, die sich entscheiden, viel formal und informal zu steuern. Bei diesen Kunden steigt hier der Graph, das heißt, die Projekte sind mit Guardian erfolgreicher als ohne. Wenn ich als Kunde also bereit bin, in der Steuerung involviert zu bleiben, dann bringt mir der Guardian was. Der untere Graph ist für Kunden, die wenig formal und informal steuern. Diese Kunden sind mit Guardian-Strategie eher schlechter dran. Und das ist eigentlich was ganz Überraschendes, denn der Guardian wird oft als sowas verkauft wie so ein Single Point of Contact. Jemand, wo ich als Kunde sagen kann, ich habe keine Lust, das ganze Projekt zu steuern, mach du das mal, übernimm du mal das Management. Das ist interessanterweise die Art von Projekten, die in unserem Sample mit Abstand am schlechtesten abschneidet. Das heißt, ich als Kunde, wenn ich die Guardian-Strategie wähle, dann erlaubt mir das nicht, dass ich mich aus der Projektsteuerung zurückziehen kann. Vielleicht, weil der Guardian alleine ohne mich auch gar nicht genug Autorität hat, um dort was durchzusetzen. Die Wirksamkeit des Guardian hängt also ganz viel davon ab, inwieweit ich als Kunde in der Steuerung involviert bleibe. Und schließlich, ob sich die Guardian-Strategie lohnt, hängt auch davon ab, wie viel Architekturwissen ich als Kunde habe. Hier wieder rechts mit Guardian, links ohne Guardian. Die obere, dunklere Linie ist für Kunden mit hohem Architekturwissen. Die machen das ohne Guardian auch ganz gut. Die brauchen den Guardian nicht. Die sind mit Guardian eher schlechter beraten. Dagegen die hellgraue Linie, Kunden mit niedrigem Architekturwissen, die sind mit Guardian besser dran. Das heißt, der Guardian hilft Kunden für niedriges Architekturwissen zu kompensieren. Die Kunden, die nicht wissen, wie die Leistungen miteinander zusammenhängen, denen hilft vielleicht ein Guardian dabei, eine wirksame Projektsteuerung aufzusetzen. So würden wir die Ergebnisse präsentieren. Ja,
Was lernen wir aus den Daten? Der Guardian sollte nicht als Single Point of Contact Modell verstanden werden. Der Guardian ist eher sowas wie so ein, wie ein Architekt, der Kunden dabei hilft, wirksam zu steuern, sofern der Kunde dabei involviert bleiben will. Einfach gesagt, die Ergebnisse aus dem Projekt könnte man so darstellen: Für Multisourcing-Erfolg brauche ich zwei Sachen. Ich brauche Steuerung, da muss ich involviert bleiben, formale und informale, und ich brauche Wissen. Das Wissen kann ich entweder selber haben oder ich kann es mir durch einen Guardian reinholen. Und dementsprechend sollte ich meine Strategien je nach Architekturwissen wählen. Also wenn ich wenig Architekturwissen habe als Kunde, mache ich es lieber mit Guardian und mit viel formaler und informaler Steuerung. Wenn ich dagegen viel Architekturwissen habe, dann bin ich ohne Guardian besser dran, sofern ich bereit bin, viel formal und informal zu steuern. Wenn ich nicht bereit bin, viel formal und informal zu steuern, sollte ich das mit dem Multisourcing mir vielleicht nochmal grundsätzlich überlegen, ob das was für mich ist. Zusammengefasst die Ergebnisse aus den beiden Studien. Multisourcing ist kein Silberbullet, kein Allheilmittel, es ist recht komplex. Damit es erfolgreich ist, haben wir ein paar Anzeichen aus unseren Studien, wie das gelingen kann. Zum einen sollte man es vielleicht vor allem bei Risikoprojekten probieren. Man soll es dann wählen, bevor die Abhängigkeiten entstanden sind. Sollte vor allem von Kunden gewählt werden, die gutes IT-Wissen haben, viel IT-Erfahrung haben oder die sich Ersatz dafür in Form der Guardian-Strategie reinholen. Und es lohnt sich nur dann, wenn ich als Kunde bereit bin, weiterhin stark in der Steuerung der Projekte involviert zu bleiben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen oder Ihre Erfahrungen aus Ihren eigenen Multisourcing-Projekten. Vielen Dank, Oliver. Und auch hier die Frage ins Publikum. Fühlen Sie sich angeregt? Was gibt es zu fragen oder anzumerken? Dieses Nemo-Projekt, mich interessiert, wie nachher im Projektverlauf entschieden wurde, ob ein Dienstleister etwas besonders gut gemacht hat oder nicht, wie Sie es gesagt haben, und noch zu mehr Aufträgen gekommen ist oder nicht. Wurde das alles von Anfang an publiziert oder wurde das mit einem Guardian oder im Projektverlauf zusammen erarbeitet, was gut ist und was nicht? Die Frage könnten möglicherweise Mitarbeiter aus dem Projekt besser beantworten als ich, aber wir haben immerhin das Glück, dass Kollegen bei uns eine Fallstudie dazu machen. Also ich habe kursorisch ein bisschen Wissen zu dem Projekt und ich weiß, dass man das sehr dynamisch gemacht hat. Das heißt, man hat den Dienstleistern am Anfang Aufträge zugewiesen und hat dann wirklich gesagt, ihr müsst euch jetzt, juristisch gesehen hat man mit den Rahmenverträgen abgeschlossen. Ja, man hat gesagt, ihr seid unser Panel von 6 Dienstleistern und jetzt kriegt ihr mal hier ein paar Aufträge und ob ihr danach noch Folgeaufträge kommt, darauf lege ich mich jetzt nicht fest. Und dann haben sie wirklich gesagt, du lieber Dienstleister 1, du hast dich sehr wenig kooperativ gezeigt, du bist die ganze Zeit in deinem Kämmerchen gesessen mit deinen Kollegen, hast dich kaum mit den anderen vermischt, du kriegst keine weiteren Aufträge mehr. Also wirklich ganz knallhart. Für uns ist es ein Wert, dass im Multisourcing, dass die Dienstleister kooperieren, dass sie zusammenarbeiten und das haben sie probiert durch den Wettbewerb auch durchzusetzen als Wert. Mhm. Jawohl. Ja, Sie haben gesagt, dass der Projekterfolg beim Einsatz von einem Guardian negativ korreliert, wenn das Architekturwissen des Kunden hoch ist. Haben Sie eine Erklärung dafür? Viele Köche verderben den Brei. Wenn ich als Kunde schon sehr gut verstehe, wie das Projekt laufen soll, wie die Schnittstellen sein sollen, wie die einzelnen Leistungen sind, und dann habe ich nochmal einen Guardian drin, dann ist es natürlich für die anderen Dienstleister oft schwierig, ja, soll ich jetzt auf das hören, was der Guardian gesagt hat, soll ich auf das hören, was der Kunde gesagt hat. Das macht schon mal die Kommunikation vielleicht schwieriger. Und ein zweiter Punkt ist natürlich, ein Guardian ist grundsätzlich auch immer eine Quelle von opportunistischem Verhalten. Also der Guardian kann natürlich seine Managementrolle auch immer versuchen auszunutzen und sich dadurch vielleicht selber die Folgeaufträge zuzuschanzen. Ja, das heißt, der Guardian hat vielleicht auch gewisse Kehrseiten mit drin. Und wenn ich als Kunde selber in der Lage bin, das zu steuern, dann hole ich mir diese Kehrseiten lieber gar nicht mit rein. So würde ich es erklären auf Basis der Daten. Ja, ich habe verstanden, dass Kunden mit tiefem IT-Wissen mit der Guardian-Strategie eigentlich gut fahren, dass Kunden mit großem IT-Wissen schlechter fahren. Jetzt
ist aber auch gemäß Ihnen belegt, dass eine starke formale und informale Steuerung notwendig ist, auch mit Guardian-Strategie. Also widerspricht sich für mich ein bisschen, da ja der Kunde ein tiefes Wissen hat, aber doch stark formal und informal steuern muss, obwohl er einen Guardian hat, hebt sich das dann nicht auf. Es ist nicht ganz einfach, das jetzt hier mit den paar Diagrammen darzustellen, aber einfach gesagt ist es so, die informale Steuerung, also formale Steuerung funktioniert immer gut, sagen die Ergebnisse. Die brauche ich unabhängig davon, wie viel Wissen ich habe, allein dafür, dass die Leute wissen, auf welches Ziel sie hinrennen sollen, dass ich ein bisschen Struktur habe. Informale Steuerung läuft dann gut, wenn ich als Kunde entweder selber Architekturwissen habe oder auch wenn ich einen Guardian drin habe, der macht die informale Steuerung auch besser. Genauer gesagt sehen wir, dass es zwei unterschiedliche Arten von Guardian gibt und vor allem der Guardian, der selber auch mitarbeitet im Projekt, der nicht nur managt, sondern auch mitarbeitet, der hilft sehr stark dabei, informale Steuerung konstruktiv zu machen. Vielleicht dann in den Meetings zu sagen, ja, pass auf, wir haben wirklich hier das Problem und das und das müsste dann passieren. Also es braucht Wissen aus einer Quelle mindestens, damit informale Steuerung funktioniert. Also es ist der primär und die informale Steuerung. Aber auch die formale wird besser, wenn ich den Guardian mit drin habe. Also der Guardian weiß vielleicht auch, hat Erfahrung darin, wie kann ich SLAs aufsetzen, welche SLAs gibt es vielleicht in anderen Projekten, was sind gute Methoden, die wir in solchen Projekten nutzen können. Auch da hilft der Guardian ein bisschen. Aber gerade bei der informalen Steuerung ist der Effekt recht stark so aus unseren Daten heraus. Ja, vielen Dank. Auch in Anbetracht der Zeit, glaube ich, würden wir diese Fragerunde vorläufig erstmal beschließen. Und Sie haben sicher Oliver Krancher gemerkt. Es ist ja eine stolze Erscheinung. So werden Sie ihn vielleicht auch nachher, wenn Sie ihn sehen, in der Menge Fragen stellen können. Ich glaube, du bist auf jeden Fall ansprechbar. Ja.